So, Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 27. November 2021. Der Tag nach dem Regen, es war nicht viel, eine Stunde gestern, auch nicht stark. Ganz normale Regen und heute schaut es schon besser aus. Wir haben keinen Wind, das ist ein gutes Zeichen. Dann haben wir Wolken-Sonne-Mix und ich bin jetzt hier unterwegs zum Strand und zeige euch, wie es hier aussieht. Nicht einige Kommentare, wenn die eine leere Straße sehen, sagen die, die Insel ist leer. Also jetzt mal hier, so wie es um die Mittagszeit jetzt hier aussieht, sind mir zwei Busse schon entgegengekommen, die die Touristen hier hingebracht haben. Und jetzt nicht gerade heute dieses Strandwetter, aber seht selber. So, hier ist es durchkommen dann auch gar nicht so einfach. So, und da vorne, da seht ihr hier die Inspektoren. Das heißt, ich habe eine Karte mal mit beigegeben vor ein paar Tagen. Und da weiß man genau, wo man hin darf und wo nicht. Und das Gebiet hier an der Chalka hier, das ist geschützt. Da sollte man nicht durchgehen, muss man auch nicht. Es gibt keinen plausiblen Grund, hier zu durchqueren. So, der Blick hier auf unsere Chalka de Maspalomas. Ich muss mal die Brille absetzen, denn so, das Mikrofon sitzt auch gut, dürfte also keine Probleme geben. Also einige sind jetzt hier unterwegs zum Strand und der ist auch gut gefüllt, gut besucht. So, und wenn ich dazwischen immer kurz unterbreche, dann ist es aus den bekannten Gründen, dass es doch ein bisschen zu viel dann los ist. Ja, und rechts unsere Anlage hier, die Ten Suiten, da tut sich immer noch nichts. Kann ja mal fragen. So, und ich habe mich jetzt gerade eben unterhalten mit jemandem, der sich hier auskennt. Ich muss das noch mal schnell zeigen. Also jemanden, der sich hier auskennt mit der Anlage oder Bescheid weiß. Ja, und das wird noch dauern. Ich will jetzt nicht mehr verraten, ich sage nur, es wird noch dauern, bis die eröffnen. Denn die sind dabei, eine Außenküche zu machen und wollen sozusagen oben einen Bar oder Kaffee oder Restaurant mit anbieten für Öffentlichkeit. Und da wird es wohl ein paar Probleme geben. Aber ich möchte mich da auch nicht weiter äußern und kenne auch den Hintergrund zu wenig. Aber im Moment schaut es nicht nach Eröffnung aus von den Ten Suiten. So, mal den Blick hier. Also sind schon einige Menschen jetzt hier am Strand. So, ich mache mich auf in die andere Richtung. So, und die Lokale hier rechts sind auch schon gut besucht und das Bier schmeckt hier auch schon. So, und hier ist es alles noch ein bisschen
ruhiger, die Wassersportler, die hier, auch die Kleinsten sehe ich schon, richtige, also Kinder noch, kleine Kinder, die hier üben. Ja, und das wollen die Touristen natürlich hier spazieren gehen, am Strand liegen. Es ist ein bisschen, heute ein bisschen frisch. Es sind jetzt 22 Grad, habe ich gerade am Thermometer gesehen. So, und unsere Baustelle hier direkt am Strandweg vom Hotel Faro hat sich auch nicht viel verändert. Im Hintergrund sieht man noch Menschen arbeiten hier vorne. Sieht es gleich aus so wie letzte Woche. Kann mir aber schon vorstellen, dass es ein schönes Restaurant, Bar oder was auch immer hier geben wird. Vielleicht so ähnlich wie Café Del Mar, ein Stückchen weiter vorne. Ja, und hier die Farben, alles so in beige gehalten. Die Liegen, der Weg am Pool, die Schirme und sogar die Handtücher sind beige. Die Bespannungen, die Sonnenschutz, die Betten da hinten, diese balinesischen, alles im gleichen Farbton. Ja, gut. Die werden wissen, was sie machen. So, und hier der Blick jetzt auf den gesamten Strand hier in Maspalomas Richtung Playa de Ingles. So habt ihr mal ein bisschen Vorstellung, was jetzt hier los ist. Und dann kommen die Aussagen, da sind ja auch viele Spanier dabei. Nein, um diese Jahreszeit bei dem Wetter, da kommen auch nicht so viele Spanier hier an den Strand. Also für die ist das nämlich kalt. Und wir schwenken hier mal ein bisschen rüber und schauen uns die Jugend an, die hier trainiert und übt. Ja, und hier haben wir jetzt einen richtig schönen Sandstrand bei Ebbe natürlich, nicht bei Flut. Bei Flut kann man hier wenig anfangen, aber bei Ebbe kann man hier auch richtig schön liegen. So, und ich höre schon wieder im Hintergrund unseren Spezialmusiker. Hier ist eine Gruppe Spanier, die scheinbar mit dem Bus hier gekommen, hergekommen sind. Oder vielleicht kommen die von irgendeinem Ausflug. So, da ist er wieder, unser Zauberer mit seinem Dampfapparat. So, und ich habe gesehen, da vorne wird was gemacht, montiert, der Weihnachtsbaum. So, hier direkt vor dem Eingang beim Leuchtturm dieses Geschäft, der kleine Laden, der ist im Moment nicht geöffnet. Also man kann da keine Souvenirs kaufen, man kann lediglich den Eingang hier am Sicherheitsmann vorbei nach oben gehen. So, und hier auf der Spitze wird die, oder am Ende wird die Spitze montiert und die Lichterketten. Bei Nacht sieht es mit Sicherheit schöner aus. Weiter geht's. So, und hier seht ihr, was auf diesem Weg los ist, die Promenade hoch und runter. Es wird flaniert und der Blick hier oben in die Berge über dem Hotel Costa Meloneras. Hier weiter in den Bergen, da sieht man, dass die Sonne scheint. Es ist also schon noch möglich, dass es das ein oder andere Wölkchen bzw. Niederschlag noch gibt. Ja, heute geht es mal in die andere Richtung, das heißt, solange es der Wind zulässt, hier auch schon gut Betrieb im Café de Paris und im Maximilians. Und hier gibt es eine Tanne, einen Weihnachtsbaum am Pool vom
Hotel Costa Meloneras. Ja, irgendwie sehe ich, dass die Zweige irgendwie nach unten hängen. Vielleicht haben die verkehrt rum aufgebaut. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Ja, und hier oben das Restaurant Churrasco. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich war hier oben noch nicht einmal essen. Ich wollte schon, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Aber die meisten oder die ich gesprochen habe, die sagen sehr, sehr gut. Und der Blick da oben, traumhaft. Jetzt schauen wir uns mal diesen Weihnachtsbaum nochmal an. Und einmal den Blick auch hier, störe ich gerade keinen? So, hier geht es direkt ins Restaurant. So, und hier das neue Starbucks Café. Der Weg, auf dem ich jetzt fahre, der sieht auch ganz schön verschlissen aus. Mittlerweile durch die Baustellenfahrzeuge extrem gelitten. Einige Stellen sind renovierungsbedürftig und die Risse seht ihr selber. Das wird wohl die nächste Baustelle werden. So, und das möchte ich euch zeigen, so klar wie man heute darüber sehen kann. Das ist nicht oft möglich. Hier seht ihr das Zementwerk. Schaut von Weitem ja gar nicht mal so schlimm aus. Ich glaube, die Windräder Richtung Autobahn stören mehr. Ja, traumhafte Farben wieder. So, und hier ist der Weg ja neu, fertig. Links der Asphalt, rechts die Platten. Und jetzt schaut mal über das gesammelte Werk hier. Für die, die dann eben sagen, die Straßen sind leer, die Insel ist leer. Nein, die Insel ist nicht leer. Die Hotels sind gut besucht. Ich habe auch noch Kontakt zu vielen Menschen, die kommen wollten, Hotel buchen, aber das doch sehr schwierig geworden ist, jetzt im November, Anfang Dezember. Kurz vor Weihnachten wird es wieder ein bisschen besser, so am 10. bis 24. Dezember, da ist wieder einiges frei. So, hier auf der linken Seite stehen die ganzen Baustellenfahrzeuge hinter der Absperrung. Da fehlen noch die Platten. So, hier im Pinguino komischerweise, nein, da wird noch gar nicht offen sein, deshalb sitzt hier noch keiner. Also noch kein Betrieb hier. Irgendwann verschwindet auch der Bauzaun, dann kann man hier auch wieder besser aufs Wasser gucken. So, und hier ist es ein bisschen enger, also einspurig, ein Drittel des Weges ist zur Verfügung.
Und jeder versucht hier ein bisschen sein Glück zu machen. Kanarische Lava. Drei Stück 12 Euro von den Armbändern. So, ein bisschen den Blick hier. Die Cocktailkarte von Rio, aber ich glaube, die ist überall gleich bei Rio. Die haben ein bisschen Farbe hier. Also ich finde es auf jeden Fall schöner wie dieses Beige. Braune. Ja, und einige, die sagen dann jetzt, oh, da war ich vor kurzem noch. Ja, sind doch schön Leute unterwegs jetzt. Ist aber auch nicht das typische Badewetter. Und deswegen entschließen sich doch dann doch einige dann spazieren zu gehen. So, jetzt geht's gerade mal ein bisschen freie Strecke. Und hier können wir noch mal über den Zaun gucken. So, hier geht's, da ist keiner. So, und da oben hat man einen wunderbaren Ausblick. Man hat da den besten Blick hier aufs Meer. So, und hier bin ich jetzt direkt am Hotel Via del Conde. Und hier werde ich auch nach rechts abbiegen. So, noch einmal der Blick von hier oben. Einige Segelboote sieht man da am Horizont. Und hier unten sitzt auch Chris, unser Maler. Und jetzt geht's vorbei am Rio. Und ihr seht jetzt mal ganz genau, ich hier habe noch Sonne und ein paar hundert Meter weiter, da ist Schatten. Kann sich alles ganz schnell ändern in dieser Jahreszeit. So, und hier unser Kongresszentrum. Und viele sind der Meinung, viel zu wenig wird das genutzt. Klar durch Corona, aber kleinere Events oder Möglichkeiten, ich glaube, da hätte man schon längst ein bisschen machen können. Und wenn es nur den Inseln zugute kommt, beziehungsweise ein bisschen Reklame, es gibt so viele Künstler, die auftreten möchten. Jetzt geht's bergab und das ist sehr, sehr schön. Ich brauche nicht treten. So, und irgendein Video, aber da warte ich noch ein bisschen, da mache ich dann mal die verschiedenen Ideen, die die Hotelbesitzer haben, um auf Weihnachten aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist am besten, wenn ich das abends mache. Ich warte aber bis zum ersten Advent. So.
So, und hier sind wir am Einkaufszentrum Varadero. Und die Frage kam auch mit den Taxis bei Regen jetzt gestern. Ich glaube, die haben genauso viel Geschäft gemacht, denn einige Leute, die sind dann mit dem Taxi zurückgefahren, anstelle zu laufen. Und im Moment klappt das sehr gut. Das war vor einigen Wochen noch nicht der Fall, aber in der Regel hat man keine größeren Wartezeiten auf die Taxen hier. Eine Runde fahren wir noch beim Costa Meloneras. So und so kann sich jeder sein Urteil selber bilden, was hier los ist. Die Realität, so sieht es auf jeden Fall aus, ungeschnitten. Und der Sparbereich, der hat auch wieder offen, wenn jemand eine Monatskarte hier machen möchte. Das ist der, nee, Spar kann man nicht sagen, das ist eigentlich das Gymnastik und das große Becken, das beheizte Becken, und das kostet im Monat 90 Euro, wenn jemand da Interesse hat. Es gibt auch Tages- oder Wochenkarten. So, und hier steht auch ein schönes Auto, ein weißer. Wem der wohl gehören mag. So, und hier stehen einige Koffer. Die werden wohl hier bald abreisen. So, weil es so schön war, noch mal eine Runde, da kam gerade der Bus an. Und ich wollte euch doch noch mal diese Perspektive hier zeigen. So, für manche ist es der erste Tag und für andere ist es der letzte Tag. Ich wurde gerade angesprochen, irgendwie scheint man mich zu erkennen, und dann sagte mir: Ja, mit wem spreche ich denn bitte? Mit Rosi. Die Rosi, und wo kommt ihr denn her? Aus Sachsenburg, in der Nähe von Wolfsburg. Wolfsburg. Und du bist der? Ich bin Reginald. Reginald, das ist auch ein nicht so häufiger Name. Ja. Kommt der aus irgendeiner bestimmten Region? Holzwangwerk. Ja, jetzt. Nein, also jetzt so der... Reginald. Ja? Das sind britische Vorfahren. Britische Vorfahren, also habe ich noch recht. Ja, und ihr habt mich jetzt hier gesehen. Ich habe kurz angehalten und gefragt, ob ich ein bisschen aufnehmen darf. 14 Tage wart ihr jetzt hier. Ja. Und euer Flughafen, wo geht's hin? Nach Hannover. Hannover. Ja, das ist eine schöne Stadt. Und die Bewertung jetzt mal so vom Hotel. Über den Jahren davor etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe das einige Male gehört, gerade was das Essen betrifft. Ja, nicht nur das Essen. Nicht nur das Essen. Zimmer, also Zimmer schön, ich muss immer ein bisschen wiederholen, weil ich habe ja auch hier das Mikro. Wenn wir alle neu renoviert haben, das ist okay. Also. Ja. Aber so das Drumherum? Ist schon ein bisschen anders geworden. Anders geworden. Gut. Ja, es ist immer zu hören, die Meinungen der Gäste, das ist das Wichtigste. Und beim nächsten Mal vielleicht in Rio? Also ich denke mal, hier wird erstmal eine Pause eingelegt. Jawohl. Ja? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schlechter geworden. Ist schlechter geworden. Und jetzt gerade nach Corona, zur Hauptzeit, sind die Preise ja richtig kräftig angezogen. Ja. Deswegen, wenn man als Unique-Gast hier auftritt und man wird bereits nach kurzer Zeit daran erinnert, dass eventuell 80% des Kreditrahmens dieser Kaution, die das Hotel selbst festgelegt hat, erschöpft sind,
dass man also Nachtzahlen soll oder eine Nachtermäßigung haben muss? Ja. Verstehe ich nicht. Das habe ich auch. Habe ich auch noch nicht gehört. Nein. Ist ein No-Go. Gut. So, das sind Sachen, da sind wir also, glaube ich, alle auch ein bisschen dankbar für die Info, weil die hört man ja im offiziellen Rahmen nicht. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Heimreise, dass alles klappen wird, aber am Flughafen keine besonderen Vorkommnisse, hier jedenfalls nicht. Das ist gut. Das ist nicht, Wetter passt auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und alles klar, dann macht's gut. Wir werden das weiterverfolgen. Wollt ihr noch jemanden grüßen, weil das frage ich sonst, oder seid ihr eh bald wieder zu Hause? Das fühlen sich ja einige zurückgesetzt. Wir grüßen alle, die uns kennen. Gut, da kann man nichts verkehrt machen. Danke, tschüss. So, und ich mache mich jetzt auch wieder auf den Rückweg und wünsche euch allen jetzt hier ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob ich für morgen früh irgendein Video habe, aber wenn nicht, dann müsst ihr bis zum Wetter warten und dann die Realität, wie ihr wollt. Und jetzt nochmal der Blick auf unseren Busbahnhof. Ich wurde ja gefragt, wie das ist, nach Las Palmas zu kommen. Also ganz einfach, ihr könnt mit den Linienbussen fahren, aber wenn es abends sein soll, dann empfehle ich euch am Donnerstag mit dem Reisesparfuchs, mit dem Horst Klatte, der hat sein Büro in der Sita, eine Tour zu buchen und da könnt ihr andere Touren auch buchen. Und dann direkt die Schönheiten von Las Palmas bei Nacht genießen. So, jetzt noch nur noch hasta luego, bis morgen, hasta mañana.